Mein Name ist Jens Stratmann und wir sind heute unterwegs im Audi A3 Sportback e-tron. Du hast zwei Motoren, du hast den Elektromotor und den Benziner. Und der TFSI-Motor, der schaltet sich dann zu, wenn der Bedarf da ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel Volllast gibst, dann weiß er, alles klar, ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr Schub, dann schalte ich mich da hinzu. Und das Ganze nennt sich dann ein Plug-in-Hybrid-System. Per Tastendruck kann ich mich durch die Fahrmodi wählen. Diese kann ich mir hier zwischen den beiden Rundinstrumenten oder wahlweise hier auf dem Display vom MMI anzeigen lassen. Dabei bin ich selber der Chef im Ring, das heißt, ich kann entweder in der Stadt rein elektrisch oder auf der Landstraße hybridisch oder aber auch im Bedarfsfall nur über den Benzinmotor fahren. Rein elektrisch kann ich 50 Kilometer weit fahren. In der Kombination kann ich eine Reichweite bis zu 940 Kilometer erreichen. Die Reichweite der Batterie ist natürlich abhängig von den eigenen Fahrgewohnheiten. Wenn du aber rekuperierst, dadurch wird also die Bremsenergie umgewandelt in elektrische Energie, dann kannst du tatsächlich schaffen, da diese Reichweite hinzubekommen. Der Elektromotor allein hat nur 2 PS. Interessanter wären hier aber eher die 75 kW. Hybridisch gesehen haben wir hier 204 PS zur Verfügung und eine Systemleistung von 350 Newtonmeter und können da innerhalb von 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km beschleunigen. Der Ladevorgang ist gänzlich einfach. Zum Laden müssen nur die Audi-Ringe beiseite geschoben und der Stecker eingesteckt werden. Der Wagen wird ganz normal am 220 Volt Stromnetz angeschlossen. Ich kann ihn aber natürlich über eine Industriesteckdose schneller laden. Dann ist er innerhalb von 2 Stunden voll, innerhalb von 3 bis 4 Stunden im herkömmlichen Stromnetz. Schön finde ich auch, dass ich über die Audi Connect e-tron Dienste das Fahrzeug komplett fernsteuern kann. Mit meinem Smartphone kann ich mir beispielsweise Ladezustand oder die Fahrdaten anzeigen lassen. Das ist ja das Schöne beim e-tron, dass ich da jetzt wirklich auf nichts verzichten muss. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, kann ich die große Klimaautomatik hier rein konfigurieren. Ich kann das große MMI nehmen, ich kann eine Sitzheizung haben und. Ja, nur weil das jetzt zusätzlich noch den Elektromotor hat, muss ich auf nichts verzichten. Also ich finde es ganz toll, dass Audi es wirklich geschafft hat, da kein eigenständiges Fahrzeug noch auf den Markt zu bringen, sondern wirklich gesagt haben, wir nehmen den Audi A3, den wir haben, und kombinieren den jetzt mit zukunftsweisender Technik. Und das gefällt mir so. Der sieht nicht aus wie ein Elektrofahrzeug, sondern lässt sich sportlich fahren und bietet quasi diese Performance ohne Verzicht. Dieses rein elektrische Fahren und der Vortrieb, den das Auto dann hat, das war ziemlich klasse. Sehr leise. Man kann damit cruisen, wie man so schön sagt, oder ich sag, man fährt wie auf Wolken. Das ist einfach komplett ruhig. Das finde ich ziemlich gut. Der brüllt halt nicht nach draußen, ich bin elektrisch. Super Gefühl im Auto? Ja, das ist definitiv ein Raugefühl. Ist richtig losgeflitzt. Und ab in der Rakete. Ganz kräftigen Antritt, gerade wenn man diesen Husten nutzt, also beide Motoren gleichzeitig angeht. Für jemanden, der mit einem Smartphone umgehen kann, der kann auch so ein Auto bedienen. Wie man es wieder aufladen kann und wie weit die Reichweite ist und wie das alles funktioniert, die Technik. Und es ist gar nicht so kompliziert. Erste Fahrt, super angenehmes Fahrgefühl. Im Wechsel von Elektro zu Benzin hat man überhaupt nicht gemerkt. Allgemein Plug-in-Hybrid finde ich sehr, sehr charmant eigentlich die Lösung, dass man trotzdem noch die Möglichkeit hat, auch mal eine längere Strecke zu fahren, aber eigentlich im alltäglichen Leben nur rein elektrisch fährt. Also ich denke mal, das ist erstmal das Konzept, was sicherlich in meinen Augen sinniger ist als rein elektrisch, weil wenn ich mir ein reines Elektroauto kaufen würde, was vielleicht eine 100 Kilometer Reichweite hat, könnte schon eng werden, müsste man schon sehr viel planen. Der Kühlergrill ist ja irgendwie anders, ein bisschen präsenter mit dem ganzen Chrom vorne, das finde ich ganz schön. Dies ist wirklich eine klasse Vogel.